So Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3 Warped in der Insane Trilogy. Wir gehen gleich ins nächste Level, nämlich Boneyard, und dort warten ganze zwei klare Edelsteine auf uns. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash die Tiny gibt oder Crash platt gemacht wird. Ich muss ja sagen, ich liebe Tiny Tiger. Crash sie Tiny gibt. Schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den roten Edelstein erhältst. Ja gut, der Hinweis lässt es schon vermuten, dass wir den zweiten Edelstein erst dann bekommen, wenn wir dann den roten Edelstein haben. Den bekommen wir aber erst ein bisschen später, glaube ich. Von dem her, hey du, na kleiner Triceratop, was machst du da? Sieht ein bisschen aus wie im Zoo. Ja gut, streicheln wollen wir den nicht, denn er könnte ganz schön Hey, ich wollte gerade sagen, du könntest gefährlich werden. Was ist los? Willst du mit mir spielen? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mit dir zu spielen, denn du hast so ziemlich spitze Hörner, die mir ganz aua-aua machen tun, wie Tiny Tiger sagen würde. Aber ja gut, ein weiteres Verfolgerlevel, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Diesmal kein Felsbrocken, der uns verfolgt. Diesmal auch kein Eisbär, der uns verfolgt, sondern ein kleiner, süßer, ausgestorbener Triceratop. Ich dachte schon, da werde ich von der Lava getroffen, aber wurde ich zum Glück nicht. So, ich werde mich hoffentlich in diesem Verfolgerlevel, in diesem Teil, ein bisschen besser schlagen als im zweiten Teil, weil im zweiten Teil, falls ihr euch erinnern könnt, war das Ganze nicht ganz so optimal. Dafür bekommen wir hier einen Aku Aku. Der wird uns sicher ziemlich behilflich sein. Ich muss allgemein sagen, ich mag diese Thematik von diesen Leveln hier. Nämlich diese Steinzeit-Thematik. Das, weil wir halt hier in der Steinzeit mehr oder weniger sind. Wo es noch Dinosaurier gab und kleine Pedos, die mir an den Kragen wollen. Und Plattformen, die wir erst betreten können, wenn wir den roten Edelstein haben. So, jetzt fragt ihr vielleicht, wieso nennst du den Pedo? Hat einen ganz einfachen Grund, und ich glaube, im Original-Let's Play habe ich die Gegner einfach Pedos genannt, obwohl das gar keinen Sinn ergibt, weil wir gar keine Pedos sind, was auch stimmt. Aber eigentlich wollte ich sagen, weil wir gar keine Minderjährigen sind, und er will sich zwar an uns vergreifen, aber wir sind ja nicht minderjährig, von dem her ergibt Pedo keinen Sinn, versteht ihr? Ich glaube, ihr versteht schon, weil ihr seid ziemlich schlaue Bürschchen. So, jetzt wird es mich wundern, 66, okay, ja gut. Ich habe mich nämlich ganz kurz gefragt, können wir denn überhaupt alle Kisten in diesem Level bereits einsammeln, oder brauchen wir dafür auch den roten Edelstein? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Kisten einsammeln können, denn es sind nur 66 Kisten insgesamt. Wenn es über 100 gewesen wären, dann hätte ich mir gesagt, können wir noch nicht alles einsammeln. Aber so bin ich mir relativ sicher, dass wir... Ja, okay. Ich wollte nur sicher gehen, ob wir es auch geschafft hätten ohne dieses Trampolinkästchen bzw. Kistchen. Und ja, wir hätten es geschafft. So. Genauso wie wir den, wie wir es schaffen werden, den Edelstein hier einzusammeln. Da bin ich ziemlich optimistisch, muss ich sagen, denn ich bin ein optimistisches Kerlchen. Das Gras hier, das verlangsamt uns, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, aber wir können es ja zum Glück wegdrehen. Besser wäre es, wenn wir gar nicht erst da reinkommen, weil in den Verfolgerleveln ist es gar nicht mal so gut, wenn man verlangsamt wird durch das Gras, auch wenn man es dann wegdreht, aber man verliert trotzdem ein bisschen Zeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht schon, was ich meine, weil ihr seid ziemlich, ziemlich schlaue Burschen, genauso wie Tiny Tiger. So, okay, war das jetzt ein Kompliment für Tiny Tiger oder war das eine Beleidigung für euch? Ihr könnt entscheiden, wie ihr wollt. So, wir wollen aber erstmal nicht ins Gras beißen und auch nicht ins Gras gehen, denn dort werden wir, wie gesagt, er macht's kaputt, gut. Das ist eine schöne Sache, dass er uns behilflich dabei ist, die Kisten einzusammeln. Denn alleine wäre es ein bisschen blöd. Oh, ich dachte, das wäre der Nitro-Schalter, aber das ist noch nicht der Schalter, sondern das hier ist der Schalter. Und, da hätte uns der kleine Dino doch fast umgebracht. Obwohl, wir hatten noch Aku-Aku, aber ich weiß gar nicht, ob Aku-Aku bei diesem Verfolger-Level überhaupt irgendwas bringt oder ob wir uns denn tot sind, wenn wir von dem Triceratop getroffen werden. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Ich will es aber auch nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Sondern bin erstmal froh darüber, dass wir den Kristall und den Edelstein bekommen haben. Und einen kleinen Freund haben wir auch noch. Ja, zum einen den Dino und zum anderen Aku-Aku. Den Dino hätte ich aber auch ganz gerne behalten, muss ich sagen. Wo wir gerade bei Dino sind,
Nee, ich sag's noch nicht. Ich sag's noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zukünftigen Level. Das kann ich schon mal sagen. Oh, making waves. Na gut, dann machen wir erstmal keine Welle. Zwei Akku-Akkus in einem Bild. Okay, das sehe ich zum allerersten Mal. Schließe die Strecke ab, um den Energiekristall zu erhalten. Okay. Können wir den nicht einfach einsammeln? Wir geben so Gas, okay. Kann ich auch mit X Gas geben? Ja, kann auch ganz einfach mit X Gas geben. Aber mit R2 ist das cooler, weil es so eine Art, Autosteuerung ist. Und das ist unser erstes Jetski-Level in diesem Spiel. Und wir müssen das auch mit Coco bestreiten. Wir wollen es auch mit Coco bestreiten, aber wir müssen es auch mit Coco bestreiten. Von dem her, alles kein... Hallo? Kannst du das mal bitte einsammeln, das Kästchen? Und von der Thematik her finde ich diese Level auch richtig cool, denn es sind so ein bisschen Piraten angehauchte Level. Und ich mag ja Piraten, ehrlich gesagt. Also, ich will jetzt keinem Piraten begegnen, der mich dann entert und mich ausraubt. Aber ich mag diese... Konnte ich hier nicht auch noch irgendwie Gas geben, dass ich noch schneller werde? So irgendwie wie bei den... Oh, Alter, ich schlage mich gerade megamäßig scheiße, muss man sagen. So wie bei den, wie bei den Ride-Leveln hier. Ich dachte eigentlich, dass ich auch Gas geben konnte und dann... Was ist denn gerade los mit mir? Die Steuerung ist irgendwie megamäßig seltsam. Oder ich bin megamäßig seltsam. Aber irgendwie komme ich nicht ganz mit der Steuerung klar, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe mal, dass... Jetzt ernsthaft? Die Steuerung ist irgendwie megamäßig schwammig. Also, ich kann es nicht ganz beschreiben, aber... Es steuert sich auf jeden Fall richtig seltsam, so. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das ganz und gar nicht. Wie viele Kisten haben wir denn? 37 Stück, okay. Nee, das ist... Es liegt nicht an mir, die Steuerung, die... Leute, das ist nicht normal. Ich wusste schon, also schon im Original waren das nicht meine Lieblingslevel, weil die gar nicht mal so einfach teilweise waren. Vor allem, wenn man alle Kisten einsammeln wollte, aber... Jetzt gerade will mich die Steuerung doch verarschen. Was ist denn los? Das ist nicht normal. Ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit über diese Steuerung denken. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich die töten kann. Ehrlich gesagt, ich dachte, ich verliere jetzt gerade Aku, aber hier bekommen wir den Energiekristall. Und klar müssen wir das Level abschließen, um den zu bekommen. Aber der Hinweis ließ es irgendwie so vermuten, als ob wir den Kristall dadurch bekommen, indem wir das Level... Also... abschließen. Und nicht, dass wir den einsammeln können. Also versteht ihr, was ich meine? Und versteht ihr? Was ist denn gerade los? Hä? Die Steuerung ist ja völlig anders als im Original. Und die Steuerung gefällt mir absolut gar nicht. Das ist bis jetzt das schlimmste Level. Das ist jetzt wegen der Steuerung das allerschlimmste Level in allen drei Spielen, ehrlich gesagt. Also jetzt mal ohne Spaß. Nee, also ich übertreibe jetzt auch nicht. Das gefällt mir wirklich absolut gar nicht. Also ganz und gar nicht. Die Steuerung ist schrecklich. Die Steuerung ist megamäßig schrecklich. Vielleicht liegt es aber auch an den Rampen, weil ich glaube, im Original war es so, wenn man über die Rampen gefahren ist, haben die einen so ein bisschen zentral, also in die Mitte geschoben. Und hier springt man halt mehr oder weniger so, wie man auf die Rampen fährt, was eigentlich besser ist. Aber allgemein die Steuerung, die ist definitiv nicht besser als im Original. Die ist definitiv nicht besser als im Original. Zum Glück ist es noch das erste Level, wodurch es nicht ganz so schwierig ist und ich mich so ein bisschen dann gewöhnen kann. Aber ehrlich gesagt will ich mich nicht dran gewöhnen, weil es ist wirklich scheiße, Mann. Ohne Spaß, das macht keinen Spaß. Ihr versteht schon, ne? Ich quäl mich hier eher ab, als dass es mir jetzt Spaß macht. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Weil, wie gesagt, die Level hier mit den Jetskis, das sind nicht meine Lieblingslevel. Aber eigentlich machen die schon ziemlich Spaß, muss ich sagen. Aber das hat mir jetzt... Ich will ehrlich zu euch sein, ich will das Spiel nach den Himmel loben, so, weil es eins meiner Lieblingsspiele ist. Das hat mir gerade keinen Spaß gemacht. Das finde ich schade, weil... Ich hätte mir gewünscht, dass es mir Spaß macht, aber... Ich bin einfach ehrlich zu euch, das hat keinen Spaß gemacht. Nee. Ja gut, vielleicht werden die nächsten Jetski-Level irgendwie besser. Aber das war... Ich will jetzt keine Welle schieben, echt jetzt, aber das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Nun gut, wie dem auch sei, wir haben den Kristall trotzdem bekommen. Genauso sah wie den Edelstein. Und wir haben auch noch Aku. Und somit
öffnet sich der Schalter für den finalen Boss, nicht für den finalen Bosskampf, aber für den ersten Bosskampf gegen Tiny Tiger. Wir bringen die Kristalle in das Kolosseum in Rom, so wie Tiny Tiger es wollte. Crash, Coco, hübsche Kristalle gestohlen. Tiny zurücknimmt in Gladiatoren-Arena. Oh ja, das wirst du definitiv tun, mein lieber Tiny. Manchmal greift er zu aggressiv an. Manchmal oder immer. Ist so ein schmaler Grat. Und ich muss sagen, dieser Bosskampf gefällt mir so richtig, richtig gut. Nicht, weil er irgendwie megamäßig innovativ ist, aber schon allein diese Thematik. Tiny, der Gladiator und Dr. Neocortex als Caesar. Caesar, als Caesar, der Imperator und wir als, ja, wir sind auch eine Art Gladiator und müssen erstmal Tiny ausweichen, der springt noch ein bisschen umher mit seinem Dreizack und dann können wir ihn, wenn er ein bisschen müde geworden ist, ja, ausschalten. Ich will mal schauen, ob hier dieser Glitch oder was auch immer das ist, auch funktioniert. Hä? Ach so, ah genau, und zwar... Im Original konnte man sich hier an diese Stelle stellen und so wurde man von diesen von diesen Löwen nicht getroffen. Und hier im Remake haben sie das beibehalten, dass man sich dorthin stellen kann und nicht getroffen wird. Aber die Zuschauer bewerfen einen mit Käse. Ja gut, ich will nicht noch mit mehr Käse beworfen werden. Deswegen stelle ich mich den Löwen hier und stelle mich den zum Oh nee. Das war ein bisschen blöd. Da wurde ich tatsächlich einmal getroffen, aber das sollte hoffentlich das letzte Mal gewesen sein. So, jetzt müssen wir noch einmal Tiny Tiger ausweichen und dann war es das eigentlich schon. Aber ich muss sagen, der Kampf gefällt mir echt richtig gut, auch vor allem mit diesem, keine Ahnung, dass sie einen mit Käse bewerfen, wenn man sich dort in die Ecke stellt. Gefällt mir wirklich, wirklich megamäßig gut und jetzt bewerfen wir uns sogar mit Tomaten. Tiny tranchiert. Das, oh, kann ich auch von denen getroffen? Nee. Okay, ich sterbe zum Glück nicht. Ah ne, die bewerfen Tiny Tiger mit Tomaten, nicht mit uns. Und Neocortex, Daumen nach oben oder Daumen nach unten? Okay, Neocortex, der ist ein bisschen abgelenkt. Und wir sammeln unseren ersten Power-Up ein, nämlich den aufgeladenen Körperschlag. Drücke für einen stärkeren Bauchklatscher X, um springen... zum Springen und drücke an der Spitze des Sprungs die Kreistaste. Ja gut, damit können wir so einen stärkeren Body-Slam ausführen. Unser erstes Power-Up ist auch definitiv eines der schlechtesten Power-Ups, weil, keine Ahnung, gefällt mir nicht so sehr. Dafür hat mir, wie gesagt, der Bosskampf ziemlich gut gefallen. Ich mag Tiny Tiger, ich mag es, wie er spricht. Ich mag den Bosskampf allgemein, weil man sieht einfach die ganzen Zuschauer dort. Es ist halt wie in so einem richtigen Kolosseum. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt Tiny besiegt und das Tor zum nächsten Zeitreisegebiet freigeschaltet. Geht zurück zur Mitte dieses Zeitstrudels und speichert euren Fortschritt, wenn ihr möchtet. Dort werdet ihr sehen, dass das Tor zum zweiten Zeitreisegebiet offen ist. Bisschen Anzyklon bist du, du kleiner Aku-Aku, aber das ist mir egal. So, wir haben Tiny Tiger unseren ersten Bosskampf hinter uns gebracht und... Ja doch, wir haben noch genug Zeit für das erste Level aus dieser neuen Epoche. Wir gehen natürlich erstmal wieder ins erste Level, denn... Jewis. Ah, da sehen wir auch schon den nächsten Bosskampf, der uns hier erwartet, beziehungsweise seinen Kopf. Wieso musst du uns immer ein Dorn im Auge sein? Wer? Was? Wo war ich? Oh, Tiny war ein guter Kerl. Er hat zwar alles, jeden gehasst, aber er hatte dennoch ein gutes Herz. Sei in Zukunft bitte freundlicher zu meinen Handlangern. Also zu Tiny war er eigentlich ganz freundlich. Eine Nitro-Schalterkiste zerstört sämtliche Nitros auf einmal. Ja gut, das weiß ich schon, aber danke für den Hinweis, liebes Spiel. Wie gesagt, wie fandet ihr den Bosskampf? Sagst du mir doch. Also ich fand ihn echt richtig cool. Wie gesagt, war jetzt nicht megamäßig schwierig so. Zum Glück hatte ich Aku-Aku, sonst wäre ich gestorben. Aber weiß nicht, mir hat er echt gut gefallen. Von der Thematik her, wie gesagt, ich mag auch so, ich mag den Film Gladiator, sagen wir es so. Okay, mit diesem neuen Bauchklatscher-Move können wir jetzt auch diese Kisten hier zerstören. Die stählernen Kisten, die können wir jetzt platt machen und das ist ziemlich nützlich, denn, warte, hier bekommen wir Aku-Aku. Wenn wir zu lange warten, dann wird diese Kiste zu einer Eisenkiste und wir können sie nicht mehr zerstören. Gab es diese Zauberer auch schon im ersten Level dieser Art? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wenn wir... Hä? Nein! Hä?
Was? Der darf nicht sterben, wenn wir ihn einmal angreifen. Oder? Hä? Der ist doch nicht... Im Original ist er doch nicht sofort gestorben, oder? Habe ich irgendwas gerade falsch gemacht, oder? Oder verwechsel ich den Gegner gerade mit irgendeinem anderen Gegner? Aber normalerweise müssen wir den zweimal hauen. Nämlich beim ersten Mal, wenn wir den hauen, dann passiert es, dass er seine Kleidung verliert. Und beim zweiten Mal stirbt er halt. Aber jetzt ist er sofort gestorben. Habe ich irgendwas falsch gemacht, oder... Oder ist es echt so, dass ich mich einfach irre? Ne, ich irre mich nicht. Ich weiß das, weil... Ich bin doch nicht doof. Oder bin ich doof? Bin ich gerade doof? Ich bin, glaube ich, doof. Oh. Okay, hier beeilen, weil wie gesagt, wenn wir zu lange warten, werden diese Kissen, die sich die ganze Zeit drehen, zu eisernen Kissen. Und dann können wir halt auch nicht mal alle Kissen in diesem Level einsammeln. Und somit können wir auch nicht den Edelstein bekommen. Oder was? Oder war der Gegner hier? Der stirbt sofort. Okay, schauen wir nochmal bei dem hier. Hä? Nein, das war nicht so. Das finde ich aber scheiße. Nee, im Original war es anders. Im Original hat er, wie gesagt, zuerst seine Kleidung verloren. Da stand er nur noch in Boxershorts da. Und dann ist er gestorben, wenn wir ihn nochmal getroffen haben. Aber hier stirbt er so. Ey, das gefällt mir gar nicht. Also entweder bin ich wirklich megamäßig dämlich und ich erinnere mich hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Oder sie haben das halt wirklich geändert und das wird mir gar nicht gefallen. Nee, das wird mir absolut gar nicht gefallen. Weil früher fand ich es echt cooler. Vielfalt, fand ich es deutlich cooler, aber nun gut, was soll's. Können wir jetzt nicht ändern. Was wir ändern können, ist, dass wir mehr Edelsteine bekommen. Denn wir brauchen mehr Edelsteine, um das Spiel zu 100% abschließen zu können. So, nächstes Bonus-Game. Oh nee, so eine Stelle. Ich mag solche Sprünge nicht, weil da habe ich immer Angst, dass ich sterbe. Also in diesen Bonus-Games können wir ja keine Leben verlieren. Aber ich habe zwei Akku-Akkus und die würde ich eigentlich ganz gerne behalten, meine Damen und Herren. Nun gut, ob ich sie behalten kann oder nicht, das werden wir früh genug sehen. Genug sehen. Wir werden es nicht früh genug sehen, sondern früh genug. So ist es fein. So. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass Tiny Tiger schon so früh am Anfang ein Bosskampf war, weil, wie gesagt, ich mag Tiny Tiger eigentlich ganz gerne. Okay, es war ziemlich knapp, aber im Endeffekt haben wir es doch geschafft. Und das freut mich dann umso mehr. Und ja, wir bekommen noch mehr Leben. Wie viel haben wir denn schon? Über 20 Stück. Oh, wir haben fast schon 30 Stück. Okay, ich bin mir relativ sicher, dass wir in diesem Let's Play auch die 99 hinkriegen werden. Obwohl, wir sind schon in der zweiten Zeitzone. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die 100 voll haben werden. Beziehungsweise die 99. Die 100 werden wir niemals erreichen, weil wir einfach zu schlecht sind. Geben wir es einfach mal zu, wir sind zu schlecht, um die 100 zu erreichen. So, wir sind aber nicht schlecht, um den hier auszuschalten, den Ritter hier. Der Tafelrunde, die gar nicht rund ist, sondern eckig. Verdammt, ich wollte eigentlich die Nitro-Kiste in die Luft jagen. Ist aber nicht ganz so gut gelungen. So, damit haben wir es jetzt geschafft. Und die restlichen Kisten, die sprengen wir auch noch in die Luft und haben somit unseren nächsten Edelstein und unseren nächsten Kristall in der Tasche. Sehr, sehr, sehr fein. Ein ziemlich produktiver Part. Trotzdem schnellt die Prozentanzeige nicht in die Höhe, da es in diesem Spiel, wie gesagt, anders ist als in den Vorgängern. Und zwar zählen hier auch die Relikte zu den Prozent hinzu. Also bei den Vorgängerspielen hat man 100% bekommen, wenn man alle Edelsteine und Kristalle hatte. Beziehungsweise im ersten Part gab es gar keine Kristalle, sondern nur Edelsteine. Hier bekommt man die 105%, wenn man alle Kristalle, Edelsteine und Relikte bekommt. Versteht ihr? Deswegen haben wir jetzt auch... Oh, 13%, das gefällt mir ganz gut, meine Lieblingszahl. Haben wir nur 13%, aber ist nicht weiter tragisch. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und ich würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und ich würde euch noch mehr danken, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen. Danken wie beim Alley-Oop. Ja gut, wie dem auch sei, schönen Tag noch, alles Gute und tschüdelü.